Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Spielen wir mal Wolfenstein The New Order. So, wir sind jetzt direkt auch wieder im Spiel. Hier haben wir uns das letzte Mal verschanzt. Wir gehen mal oben rum. Doppeltes Nachladen, Trophäe erhalten. Okay. Jetzt sind hier ein paar Leichen, da unten war aber noch einiges von den anderen. Ich habe gerade gesehen und feststellen müssen. Und das ist gar nicht so beabsichtigt gewesen. Ich hab's einfach vergessen. Ja, ihr habt einiges von meinem Schmutz mit. Oh ne, scheiße, das ist echt viel zu sammeln. Ihr habt einiges von meinem Schmutz mit gesehen. Sage ich jetzt mal, von Umzugskartons und tralala. Limit erreicht. Okay. Was ist das für mich? Nichts. So. wow. Coole Sache und Trophäenhagel ist zum Umfallen. Was ist denn hier alles? Also sammeln muss man für meinen Geschmack gerade ein bisschen zu viel. Okay. Okay. Schalte die Kommandanten aus. Halt! Bin nicht so hit gerade im Schießen, stelle ich fest. So, dahinter oder da rein? Wir gehen erstmal da rein. Okay. Hä? Geht doch.
Bombe benötigt. Okay, dann suchen wir uns eine Bombe. Limit erreicht. Ja, aber Limit ist immer relativ. Da sind auch noch ein paar Kisten. Ja, schön. Mir gefällt das Spiel jetzt schon. Ganz schön viele Gegner. Kann man da irgendwie rein? Gut, gut. Nee, also. Okay. So, jetzt drücken wir mal die nach unten Taste. Wir sind hier. Da ist noch ein Fragezeichen. Da ist jetzt eine Bombe. Okay. Dann schauen wir erstmal, was da hinten noch ist. Weil ich würde eigentlich gerne die Bombe, eine Bombe noch dazu. Da ist ein Keller auf jeden Fall. Da geht's nicht durch. Ja, und da kommen auch nicht weiter. Okay, dann ist das hier alles. Oh, da ist auch noch eine Stolzenbeinkiste. Da geht es auch nicht mehr weiter. Da haben wir alles. Zack. Zack. Ja, haben wir jetzt noch eine Bombe, dann gehen wir noch mal kurz dahin. Ich lauf ein bisschen arg planlos hier gerade rum. Da haben wir keine. Okay. Dann haben wir halt keine. Es ist echt lang her, dass ich einen Shooter gespielt habe, muss man echt sagen. Ich schalte die Kanonen aus. Enigma-Code-Fragment. Okay. Also es gibt auch Sammelsachen, Sammelsurien. So. Kommen wir jetzt 100 pro Gegner.
Karte des Bunkers. Eureka. Stirb halt. Okay. Das ist echt extrem viel hier, was man sammeln kann, muss, sollte. Ja gut, dann gucken wir uns jetzt erstmal hier um. Ja, da war er gerade da. So, da ist Gaga. Es ist schon echt geil gemacht. Also schon lange her, dass ich mal sowas gespielt habe wie Wolfenstein. Okay. Dann müssen wir einmal hier noch durch. Und somit geht es eine Etage höher. Man möchte es eigentlich gar nicht für möglich halten, aber man kommt sich echt schizophren vor, wenn man mit einer Kamera redet. Aber für die, die ein bisschen Action wollen, da wird das jetzt genau das Richtige sein. Weil Demon's Souls ist immer so eine Abwechslung zwischen jetzt geht's los und jetzt ist mal Flaute. So. So, ziemlich hier oben. Halt, da liegt doch was. Und so blöd bin ich doch gar nicht. Also ich knüppel hier mehr auf die. Den habe ich gut entstellt. Oh. Ich knüppel hier echt mehr auf die Viereck-Taste, dass ich schieß langsam. Das ist ein bisschen nervig, aber an und für sich, das Spiel hat was. Hauptstadtmädel. Das ist super.
Nee, mir gefällt das Spiel, ganz ehrlich. Also, das ist echt schon nice. Diesen Speicherpunkt, oder? Okay. Da waren viele Gegner, da hinten ist irgendwas. Rolladenseite. Jetzt rennen wir erstmal dahin. Ach, das ist nur Muni. Okay. Ja, was mich natürlich interessiert, was ist euer erster Eindruck von Wolfenstein? Oder habt ihr schon mal mehr als einen Teil gespielt? Ich habe Zurückwerfen-Trophäe erhalten. Da ich nicht mal weiß, was ich. Was ich für zurückhaltend machen musste, ist natürlich sehr toll. So, hier ist eine Flak. Was muss ich denn als Flakschütze machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Steht das nicht hier irgendwo? Oh! Was ist das? Ach, da muss ich irgendwas erfüllen für. Okay. Sammelbares. Da hinten ist noch ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, was ich machen muss, deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Berlin, 10. Juli 1946. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel in einem seltenen Exklusivgespräch mit dieser Zeitung über die Kriegsanstrengungen und die Werte, die unser Volk so großartig machen, berichtet unser geliebtes Staatsoberhaupt von seiner Vision von einer Welt nach dem Krieg. Eins steht absolut fest: Ich möchte Frieden für die Menschheit. Und bin gewillt dafür bis zum Tod zu kämpfen. Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, was man damit macht. Wann ist es geschafft? Schon bald. Okay. Ich kann jetzt auch nichts mehr drücken. Dann schauen wir mal nochmal die Flak an. Vielleicht ist da irgendwas.
Irgendwie muss ich auch mal in Missionsziele einblenden können, oder? Ah! Übersehen. Aber gut, dass ich zurückgegangen bin, also hui. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein einziges Level ist, ein großes, oder ob das ein bisschen zieht. Okay. Es gibt echt extrem viele Leute hier, also extrem viel Sammelzeug. Das muss man echt wiederholen, das ist echt hardcore. Also ich drück bald echt mehr Viereck als das, also Quadrat, Viereck, wie ihr es gerade wollt, als sonst was. Oskars Brief haben wir gefunden. Wir sind aber auch schon wieder am Ende. Sah nirgends runter. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Feierabend, sehen uns in der nächsten Folge hoch. Däumchen hoch, Kommentar da lassen, Rest Videobeschreibung. Am Ende ist auch was verlinkt. Abo, Kanal, bla bla bla. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.